So. Es tut mir... Nein, es tut mir so leid. Ich bin so ein Geier. Ich habe gedacht, diesmal schaffe ich es. Aber ich war so blöd und habe nicht dran gedacht, dass die Räder ja so drehen. Mann, ich könnte... Es tut mir so extrem leid, wirklich. Das ist wirklich unentschuldbar. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Warum mache ich so? Warum bin ich so? Okay, da habe ich jetzt hier nochmal die Möglichkeit, mich umzugucken, ob hier noch irgendwas war, aber... Nee, da war nichts. Ey, das ist wirklich, das ist der Hammer. Also das ist heftig. Okay, aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Insofern, diesmal ohne Risiken, diesmal wirklich einfach nur noch durch. Und das war schlecht. Zack. Zack. Was ist denn los? Zack. So. Ich lass den Mond. Komm, der Mond ist egal. Okay. Einmal runter. Nochmal runter. Hallo? Und nochmal runter. So. Kurz warten. Wahoo. Nein! Nein! Warum? Das war jetzt keine Absicht. Also das war jetzt auch nicht so von wegen, ich will jetzt unbedingt hier noch was mitnehmen. Boah. Ey, da wirst du doch echt kirre im Kopf. Da wirst du doch echt kirre im Kopf, Mann. Das gibt's doch nicht. Ah. Was bist du für ein Noob, Mann? Das schafft jeder 10-Jährige. Aber ich bin keine 10 mehr. Ich bin alt. Meine Reflexe lassen nach. Ich bin nur noch so ein Taktik-Shooter zu haben. So, komm. Nein! Oh, Alter! So. Also. Einmal hier nach unten. Jetzt hier nach unten. Jetzt hier nach unten. Und einmal durch. Jetzt einmal hier rüber. Jetzt nochmal hier rüber. Was? Was? Nein. Was? Warum? Wieso sagt mir das denn keiner vorher? Warum sagt mir das denn keiner vorher, dass ich direkt weiter muss? Ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr, wirklich. Es ist einfach so unglaublich frustrierend. Ah. Das ist halt einfach echt der Hammer. Das ist so das erste Mal, dass ich wirklich merke, dass es schwierig ist. Also die ganze Zeit ging's. Und jetzt ist so der Moment gekommen, wo ich wirklich denke so... Jetzt da ist wirklich Try and Error angesagt. Einfach immer wieder probieren, bis es mal klappt. Ich merke auch langsam, wie ich was zu trinken brauche. Mein Hals ist ganz trocken und... Ey, ohne Witz, ich wollte eigentlich noch Battlefront aufnehmen. Ich mache das wirklich erst morgen früh. Das kannst du heute vergessen. Okay, Moment. Also wir gucken uns das jetzt mal an. Also, ich springe jetzt von da, darüber. Also, ich muss doch eigentlich, wenn der... Warte mal, ich hab keinen Mauszeiger, ne? Warte mal. Wenn ich... Da, hier muss ich jetzt springen. Wisst ihr, was ich meine? Wenn der oben ist, muss ich direkt rüber. Und dann lande ich praktisch auf... Warte. Nee, da war's schon. Auf den da oben. Und dann, wenn ich da bin, muss ich direkt weiter und dann darüber. So muss es ja eigentlich laufen. Rüber. Auf das Orangene. Und wenn ich auf dem Orangenen bin, dann direkt, dann praktisch von oben weiter. Nur so kann's funktionieren. Anders geht's nicht. Ja, was? Warum? Hä? Wieso? Warum kannst du dich dann nicht festhalten? Warum, Mario? Guck mal, hier ist er, da ist er, Mario. Guck mal, warum kann er sich da nicht festhalten? Hinter mir, Mario! Warum kann er sich da nicht festhalten? Ich verstehe es nicht.
Ich meine, ansonsten, probier es einfach offstream. Beziehungsweise außerhalb der Videos. Aber ich sag euch, das ist jetzt so ein Moment, wenn ich es dann schaffe, dann wird das mega geil. Und für YouTube kann ich sowieso schneiden in der Not. Wenn es zu lange jetzt wäre, dann schneide ich's. Wobei, eigentlich darf man es schon fast gar nicht mehr schneiden, ne? Weil das ist ja... Das sind doch genau die Spielmomente, die man in einem Let's Play auch mal sehen will. Okay. Ich schaff das. Oh, ich gebe langsam auf. Ich merke es in mir. Ich merke in mir, wie ich langsam sage, na, willst du es nicht doch lieber sein lassen? Ich werde so viel schneiden müssen. Ich sehe es kaum. Ich werde das so schneiden müssen. Und dann mache ich so ein Video auf ungelistet, wo man nur diese Versuche hier sieht. Sonst nichts. Komm schon! Wer ein Fail-Video von mir sehen will, der gibt einen Daumen nach oben. Ab 20.000 Likes mache ich ein Fail-Video von meinem Super Mario-Spiel. So. Also hier runter. Lol. Ja, oder so. Nein. Alter, jetzt! Mach doch mal nicht so einen Quatsch, ey! Warum hängst du denn da 20 Jahre? Ich weine gleich. Komm schon, ich will das doch schaffen! Oh Mann, ey. Weil ich gucke auch nebenbei immer so ein bisschen auf die Uhr, ne? Wie spät es schon ist. Es ist ja schon am Abend, wenn ich das hier aufnehme. Beziehungsweise streame. Es ist... Wow. So. Okay. Ich kann das schaffen. Oh, warte mal, wir machen einfach die Sicht anders. Lol. Nein! Jetzt hör doch mal auf, ey! Alter. Nein! Nein, 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 nein! Nein! Ich war doch... Mario! Ups. Was war das jetzt? War das falsch? Habe ich jetzt den Stream kaputt gemacht? Hallo? Ich will nicht mehr. Ich war schon da. Ich war schon da. Das war eine... Es hat ja nicht mal was mit Geld zu tun, weißt du? Ich wollte ja einfach nur weiter, ey. Ich wollte halt wirklich nur noch weiter. Der hat sich wieder irgendwo festgehangen. Das war alles. Nein, das war einfach alles. Ich war schon da. Bitte. Lass es mich doch jetzt schaffen. So, jetzt haben wir wieder unten. Da. Hier, dieses ekelhafte Festhalten. Warum macht ihr so eine Scheibenkleister? Mist. Ich hab's geschafft! Wie geil ist es bitte? Jawohl! Oh, ist das schön! Oh, woo! Und hier gibt's erstmal Geld. Kohle ohne Ende. Jawohl! Juggity, Jug, Jug! Gib mir den Mond jetzt her. Komm, wir kehren jetzt hier. Ja! Schatz der Drehkreuze. Meine Herren, ey. Boah. Ey, das ist wirklich... Das war schon krass jetzt. Das war echt der Hammer.
Aber Leute, keine Sorge, wenn ihr Fans seid von solchen Rage-Momenten, ich glaube, dieses Spiel bietet noch so viel mehr. Lass mich raten, ich brauche die Panzer. Habe ich nämlich gedacht. Easy. Easy. Wee-boom. Ba-da-bow, ba-da-ba-ba-bow. Okay, nice. Jetzt wird es doch langsam spannend. Ich glaube, jetzt nähern wir uns tatsächlich so langsam den Endboss. Dem Endboss. Scheint, es ging jetzt zum geheimen Blumenfeld. Bereit? Ich bin immer bereit. Nach dem, was ich jetzt gerade alles erlebt habe, kann mich eigentlich nichts mehr schocken. Ich musste da rein. Ja, gut, dann. Das wird wohl schon so stimmen, ne? Was? 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 Warte, hier. Da. Oh nein! Das Ding klaut einfach die ganzen Blumen! Ja. Das sehe ich. Und ich weiß... Ich keine Ahnung, was... Ne. Mann! Was soll ich denn jetzt... Hä? Okay, die Stacheln tun mir weh. Ach so, ich muss mit dem gar nichts machen. Ich hätte jetzt gedacht. LOL! LOL, was? Ist das so gewollt? Blumen, muss alle Blumen haben. Roger, wow. Droidenarmee der Separatisten wird die Republik vernichten. Leg dich nicht mit mir an, Zweibein! Ich wollte das Zwiebellesen lesen. Alter. Was geht mit... Alter, okay, lol. Leute! Ha! Ha! Hilfe! Okay. Okay. Und jetzt kann ich wohl wieder angreifen. Du. Also gut. Ach ne, hier. Also gut. Ja, das ist ja. Das ist. Ich sag nichts mehr. Ja, mega geil. So, komm her, mein Freund. Numero uno, numero tre, due und numero sechs. So, jetzt gehen wir wieder rein. In your face. Genau so. Und natürlich noch ein letztes Mal. Na klar. Na klar. Ich weiß doch, wie das läuft. Easy.
mein Freund. Easy. Du kannst mich einfach nicht schocken. Du kannst mir gar nichts, Alter. Oh, hallo. Nummer 1. Nummer 2. Und last but not least, Nummer 3. So. Rat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 . Bumm. Und da ist es kaputt. Ich glaube, das tat weh. Aber nur vielleicht. So, ich habe jetzt keine Ahnung. Da gab es noch solche Steinmauern hier. Aber ich glaube, die sind nur so zur Sicherheit. Dann würde ich sagen, haben wir alles. Dann können wir jetzt hier voll und ganz entspannt den Multimond uns schnappen. Ja, also jetzt sollten wir es aber haben. Oder? Es duftet nach Blumen. Ich glaube... Ja, genau, jetzt ist nämlich auch Todd da. Oh, warte, warte, da muss ich wieder laut stellen, da freuen sich mal alle. Moment. Juhu. Juhu. Aber gibt's denn jetzt noch einen? Gibt's denn noch einen Mond? Wir haben doch eigentlich alles jetzt schon durchforstet. Schnackelchen könnten wir theoretisch noch fangen. Juhu. Ja, komm, wir lassen uns mal einen Hinweis geben. Ach, krass. Echt jetzt? Oh, das ist der Steinsbrocken. Das kann natürlich auch sein. Ach so, das war der. Das sind Eichhörnchen. Guck mal da, das sind Eichhörnchen. Guck mal, da ist Eichhörnchen. Hey. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem Globus. Wieder spannend, spannend, spannend. Wir haben genug Energie, um ins Cityland zu reisen. Überqueren wir das weite Meer. Okay, ihr Lieben. Ihr habt es mitgekriegt. Wir können also jetzt in die City. Die kennt man ja schon zum Beispiel aus diversen Trailern und auch schon von der Gamescom. Da durfte ich nämlich auch mal ein bisschen in der City herumwatscheln. Aber das soll es erstmal gewesen sein für diese Aufnahmesession. Wir haben... richtig, richtig gut gewirtschaftet im Forstland und haben da einige tolle Monde einsammeln können und auch der Bossfight war ganz, ganz witzig. Jetzt müssen wir also ins Cityland, da geht's hinterher. Wir sehen schon Bowsers Hochzeitsflaggschiff da vorn, das ist also ein großes Ziel von uns und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt auf das Cityland, weil ich ja weiß, dass da auch echte Menschen diesmal rumlaufen, ne? Also das sind praktisch hier diejenigen, die uns da erwarten und ich weiß noch, bei der Gamescom hatte ich den Eindruck, dass die Stadt so ein bisschen leblos wirkte und dass man da immer so nie so ganz was finden konnte, aber
Nach dem, was ich bislang gesehen habe, weiß ich natürlich, dass es ganz anders ist. Dass es da unglaublich viel zu entdecken geben wird. Zumindest gehe ich mal davon aus, dass es nicht anders sein wird im Cityland als bei den ganzen anderen Maps vorher. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wie gesagt, alles live auf Twitch hier auch dieses Let's Play. Das heißt, wenn ihr sagt, ey, ich würde gerne mal da auch zuschauen, dann immer Twitter oder Instagram im Auge behalten. Oder auch meine Discord-Gruppe oder diesen Discord-Channel, den ich da habe, da wird sowas immer angekündigt. Ansonsten natürlich wird dieser Stream dann geteilt und geschnitten und dann kommt er auf YouTube. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, ihr Lieben da draußen auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier bei Super Mario Odyssey oder schaut auch bei den anderen Videos vorbei, zum Beispiel bei Star Wars Battlefront. Ist ja auch eine sehr, sehr geile Story, die wir da gerade verfolgen. Macht's gut und bis dahin, euer GigaGrivy. Ciao, ciao.